Herr Siren, Anfang der Woche war der deutsche Außenminister Heiko Maas zu seinem Antrittsbesuch für 2 Tage nach China gereist. Die Ergebnisse der Gespräche, zumindest so wie sie hier in Deutschland wahrgenommen werden, sind eher, naja, gemischt. Bevor wir dazu kommen, vielleicht erstmal, welche Erwartungen wurden denn von chinesischer Seite mit diesem Besuch verknüpft? Und vielleicht gab es ja irgendwelche Hoffnungen oder Sorgen im Vorfeld? Naja, die größten Hoffnungen sind natürlich, dass man mit Deutschland im Handelsbereich enger zusammenarbeitet, in dem Maße, in dem es immer schwieriger wird mit den Amerikanern. Und da gibt es ja auch eine große politische Schnittmenge zwischen Deutschland und China, dass man sich doch für den freien Handel einsetzen will. Und dann ist natürlich das zweite Thema, wer wie seinen Markt öffnet. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo es, ich sage mal, sehr unterschiedliche Ansichten gibt. Und wo man sich sozusagen gegenseitig vorwirft, dass der Markt nicht richtig offen ist oder was Deutschland betrifft, jetzt eher wieder geschlossen wird. Verstehe. Nun war die Uigurenfrage das, was gleich für Schlagzeilen hier in Deutschland gesorgt hat. China soll Umerziehungslager betreiben, in denen muslimische Uiguren eine Art Gehirnwäsche verpasst wird. Bis zu 1 Million Menschen sollen in solchen Lagern inhaftiert sein. China gibt das so in dieser Weise nicht zu. Also die sehen das anders und eher als kulturelle Bereicherung. Maas hat aber deutlich gemacht, Deutschland werde sich nicht mit solchen Lagern abfinden und fordert mehr Transparenz. Wie wurde das in China aufgenommen? Ich habe schon gelesen, dass man das durchaus auch als Einmischung in interne Angelegenheiten sieht. Naja, also ob das die Chinesen jetzt wirklich als kulturelle Bereicherung sehen, weiß ich nicht, oder nicht doch als ein notwendiges Übel. Auf jeden Fall muss man aber ganz klar sagen, dass das unseren Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit nicht entspricht. Und die Frage ist natürlich, wie man diese unterschiedlichen Vorstellungen formuliert und wie man argumentiert, dass man die chinesische Regierung möglichst nachdenklich macht. Und da ist eben die große Frage, macht man das, indem man die Chinesen öffentlich brüskiert, oder macht man es eher hinter den Kulissen in den bilateralen Gesprächen? Wichtig finde ich, dass die deutschen Politiker nicht aus den Augen verlieren sollten, dass sie ja den Menschen, die dort unter Umständen ohne Gerichtsverfahren eingesperrt werden, helfen wollen. Also die deutschen Politiker sollten nicht nur daran denken, dass sie sozusagen ihre Wähler und die Medien beeindrucken, sondern eben taktisch klug handeln, damit vielleicht eine Situation entsteht, wo die Chinesen zuhören, in der chinesischen Regierung, wo man vielleicht das eine oder andere verändern kann. Nun sollen außerdem 15 westliche Botschafter ebenfalls diese Frage adressiert haben in einem Schreiben an die chinesische Regierung. Und da war jetzt auch bei dpa zu lesen, dass die chinesische Seite da durchaus nicht so begeistert war. Insofern, wie hält man da so ein bisschen so die Waage zwischen Annäherung und guten diplomatischen Beziehungen, vielleicht auch wirtschaftlichen Beziehungen und andererseits eben diesen Menschenrechtsfragen, die angesprochen werden müssen? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ein Vertrauensverhältnis. Das ist ja eigentlich immer so im Leben. Wenn man ein Vertrauensverhältnis hat, dann kann man Dinge natürlich eher ansprechen. Und wenn man sich dann noch überlegt, welchen sozusagen Ton man anschlägt, dann hat man natürlich noch größere Chancen. Und da gibt es durchaus, ich sage mal, unterschiedliche Vorstellungen im Westen, oder da fällt es auch manchem schwer, im Westen sich in die chinesische Situation hineinzudenken. Das heißt ja nicht, dass man das, was da in Xinjiang passiert, relativieren muss, sondern wie gesagt, es geht immer darum, geschickt zu handeln im Sinne der Menschen, die dort unter Umständen ohne Gerichtsverfahren eingesperrt sind. Nun wird das ja auch mit dem Kampf gegen den Terrorismus oder den Extremismus begründet. Gerade in dieser Region soll es ja immer wieder auch zu Anschlägen gekommen sein, in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sogar. Wie groß ist das tatsächlich, also dieses Problem mit wachsendem Islamismus, Bereitschaft zu Anschlägen und der Gefahr dann eben auch für die allgemeine Bevölkerung? Denn das könnte man ja im Westen nachvollziehen. Man kämpft ja auch mit dem Terrorismus weltweit. Ja, es ist natürlich schwer einzuschätzen, wie groß das Problem ist. Also als ich in der Region war, hatte ich schon das Gefühl, dass die Menschen Angst haben vor Anschlägen, dass die Polizisten Angst haben vor Anschlägen. Also das konnte man schon sehen. Es ist eine angespannte Stimmung. Und insofern muss man davon ausgehen, dass das ein reales Problem ist, dass dort Teile der Uiguren, es sind ja nicht alle, die meisten Uiguren wollen ja im Grunde so ein normales Leben, wollen im Grunde ihre kulturelle Identität behalten,
aber halten sich selbst durchaus auch für Chinesen. Aber es gibt eben eine kleine Gruppe, die möchte diese Region abspalten und die machen offensichtlich Terrorakte. Und also insofern würde ich sagen, das Problem gibt es. Die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Und da gehen wir im Westen anders damit um als die chinesische Regierung. Nun sind ja die Uiguren ein altes Volk, was auch sehr lange schon in der Region lebt. Ich selbst komme aus Zentralasien, deswegen kenne ich das. Da sind auch sehr viele Uiguren. Und ja, was sie verbindet, ist einfach, sie haben kein eigenes Land, also was sie ihr eigen nennen können. Insofern glauben Sie denn, dass dieses Problem überhaupt lösbar ist? Denn das Grundproblem ist ja auch einfach, dass dieses Volk ja überall im Prinzip, wo es lebt, nicht so richtig dazu gehört und vielleicht auch Vertreibung ausgesetzt ist. Also mein Eindruck ist, dass die meisten Uiguren sich eigentlich ganz wohlfühlen in China. Also es ist jetzt nicht so, als ob die nicht auch sehen würden, dass der wirtschaftliche Aufschwung Chinas natürlich auch nach Xinjiang abstrahlt und dass es den Nachbarländern durchaus schlechter geht. Also ich weiß jetzt nicht, oder ich wäre vorsichtig jetzt sozusagen mit der Forderung eines unabhängigen Uigurenstaates, dass sieht man ja in anderen Teilen der Welt, dass das die Lage eher verkompliziert. Aber was man natürlich fordern kann, ist, dass die chinesische Regierung fair mit dieser Minderheit umgeht und ihnen ihre kulturelle Autonomie lässt. Nun haben wir viel über diese Uigurenfrage geredet und das war auch wirklich das bestimmte Thema in den Medien, was nach diesem Besuch sozusagen als Resümee rausgekommen ist. Dennoch ist auch zu lesen, dass Maas zum Beispiel auch enger mit China zusammenarbeiten möchte, gerade auch im UN-Sicherheitsrat. Ist das realistisch oder ist das ein Widerspruch? Also wenn man so ein Thema so groß aufbringt wie die Uigurenfrage und dann aber dennoch auch so eine große Kooperation anstrebt. Ja, natürlich sozusagen kann man doch Differenzen haben und trotzdem zusammenarbeiten. Das finde ich jetzt nicht das Problem. Im Gegenteil, es ist sogar sinnvoll, mal erstmal den Konsens zu suchen und dann vielleicht später über die strittigen Fragen oder die strittigen Fragen zu sprechen. Wie gesagt, ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Die Frage ist, wie man den Ton anschlägt, wie geschickt man argumentiert. Und je geschickter man argumentiert, desto weniger verstimmt ist die chinesische Regierung, deswegen, und dann gibt es natürlich größeren Spielraum, in anderen Bereichen enger zusammenzuarbeiten. Das ist eben komplizierter als früher, weil China inzwischen so stark ist, dass es eben auf seine eigenen politischen Linien bestehen kann. Nun war ja meine erste Frage, was die Erwartungen von chinesischer Seite waren, die Hoffnungen und vielleicht Sorgen. Letzte Frage ist dann, wie fällt das Resümee aus von chinesischer Seite? Ist man zufrieden mit diesem Besuch, mit diesen Gesprächen, mit den Ergebnissen, die man vielleicht auch erreicht hat? Und was sind denn die Ergebnisse, also die wirklich handfesten? Naja, das ist dann natürlich immer eine Frage, was ist ein handfestes Ergebnis? Also man hat mit Sicherheit beschlossen, enger zusammenzuarbeiten in diesen Bereichen, in denen man gleichermaßen Meinung ist und eine durchaus unterschiedliche Position zu den Amerikanern hat. Also das ist das Thema Klimaschutz, das ist das Thema Handel, das ist das Thema Sicherheit. Also da gibt es sehr, sehr große Übereinstimmungen und an der Stelle wird man natürlich auch weiter zusammenarbeiten und an den Differenzen muss man halt arbeiten. Da müssen wir uns halt überlegen, wie wir gut argumentieren können, um die chinesische Regierung zu überzeugen, dass zum Beispiel mehr Rechtsstaatlichkeit auf Dauer auch mehr Stabilität für China bringt. Das heißt, China ist grundsätzlich nicht unzufrieden mit dem Ausgang dieses Besuches? Das würde ich jetzt nicht so sehen. Also es gibt ja bei jedem Besuch strittige Fragen und vielleicht hätte man sich gewünscht, dass der deutsche Außenminister das Thema der Uiguren in einer anderen Art und Weise angesprochen hätte. Aber ich muss dann auch sagen, das ist eben so, da haben wir eben unterschiedliche Vorstellungen und das ist ja auch nichts Neues in den deutsch-chinesischen Beziehungen oder europäisch-chinesischen Beziehungen. Es gibt eben Punkte, über die kann man sich nicht einigen, aber am Ende ist eigentlich der Druck so groß, dass man dann doch immer enger zusammenarbeiten muss und vielleicht die strittigen Punkte ein bisschen außen vor lässt und mal guckt, dass man an den Bereichen vorankommt, wo man eine große Übereinstimmung hat.